meine Lieben, und schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich hatte die spontane Idee, nach der Arbeit zum Action zu fahren. Natürlich wie immer für zwei, drei Kleinigkeiten und naja, was soll ich sagen? Neben mir steht eine riesengroße, volle Tüte. Darin befinden sich Sachen für den Haushalt, ein bisschen Beauty-Zeug und ja, so allerlei Krimskrams. Und was genau sich in der Tüte verbirgt, das werde ich euch heute im Video zeigen. Und ja, wenn euch das interessiert, bleibt doch dran. Die Sachen sind natürlich nicht vorsortiert. Ich habe einfach alles wahllos in den Beutel hier geschmissen. Entsprechend werde ich jetzt einfach reingreifen. Die Preise blende ich euch hier rechts oder links irgendwo ein. Und dann wollen wir starten. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen oben da und über ein Abo würde ich mich natürlich sowieso freuen. Das Ganze ist natürlich kostenlos und ja, wenn ihr das Glöckchen neben dem Abonnieren-Button klickt, dann bekommt ihr auch eine neue Nachricht. Nein, eine Nachricht, wenn es was Neues hier gibt. So rum. Jetzt geht's los. So, ich habe erstmal Latex-Handschuhe gekauft und zwar dieses Paket hier. Das ist die etwas größere Passform, Large nennt sich das, Latex Gloves, gepudert sind die und 100 Stück sind in dem Paket enthalten. Ich putze in der Regel ohne Handschuhe, aber wenn ich jetzt zu Silvester zum Beispiel die Gans fülle, da mag ich dann eher weniger ja, so mit den Händen reingreifen. Mag sein, dass ich da ein bisschen fimschig bin, aber so ist es nun mal. Und ich hatte beim letzten Mal so ein kleines Paket geholt mit 10 oder 20 Handschuhen. Das Ganze ist natürlich Käse. Von daher diesmal ein großes Paket. Wird sicherlich auch nützlich sein, wenn ich den Grill draußen schrubbe. Der hat es nämlich wirklich bitter nötig. Denn Schande über mein Haupt. Ich habe es zum Ende der Sommersaison nicht geschafft, den sauber zu machen. Naja gut, entsprechend habe ich ein Paket Latex-Handschuhe mitgenommen. Als nächstes habe ich eine Anti-Rutschmatte mitgenommen und zwar in Schwarz. Die ist 1,25 m x 45 cm. Ja, die kann man in Schubladen, in Schränke legen, überall da, wo Gegenstände eben nicht hin und her rutschen sollen. Und ich habe die gekauft für unser Rudergerät. Wir haben ja seit ein paar Wochen im Keller ein Rudergerät stehen, das auch von René und mir fleißig benutzt wird. Nur rutscht das leider so ein bisschen über den Fliesenboden. Jetzt keine 20 Meter weit, ist logisch, aber ich glaube, dass das fürs Gerät und die Konstruktion nicht sonderbar gesund ist, wenn es immer mal wieder so 5 bis 10 cm vor und zurück rutscht. Und von daher habe ich diese Rutschmatte mitgenommen und wollte mal ausprobieren, wenn man so ein paar Stückchen abschneidet und unter die Füße der Rudermaschine legt, ob das hilft, dass diese eben nicht mehr hin und her rutscht. Dann habe ich Gefrierbeutel mitgenommen. Ja, da, zweimal. Genau, und zwar habe ich die schon häufiger gezeigt. Das sind Ziploc-Bags. Da sind 20 Stück drin. Das ist die kleine Variante mit 1 Liter Fassungsvermögen. Und ich verwende die super gerne, um eben Sachen einzufrieren, wie jetzt vor kurzem auch zum Beispiel das Bananenbrot. Und entsprechend gehen die bei mir ganz gut weg. Und ich brauche da einfach Nachschub. Dann habe ich mir Pinsel gekauft. Und zwar ist das ein Blush-Pinsel und ein Eyeshadow-Pinsel. Genau. Denn bisher habe ich immer mit Schwämmchen und Applikatoren hantiert und das eine Pinselchen, das ich besitze, ist jetzt nicht das allerprallste. Das war irgendwann vor 10 Millionen Jahren mal in irgendeinem Adventskalender. Und die sehen ganz flauschig aus und ich dachte, ich teste die mal. Gerade in Anbetracht des Preises kann man da wahrscheinlich nicht viel falsch machen. Dann habe ich eine Haarbürste mitgenommen. Die habe ich schon häufiger gekauft. Die ist richtig gut. Ich komme damit jedenfalls sehr gut zurecht. Und im Keller, im Bad hatte ich keine Bürste mehr. Jetzt, wo ich das Bad unten wieder mehr nutze, zum Baden und Masken auflegen etc., fiel mir doch auf, dass da gar keine Haarbürste ist und ich dann nach oben laufen muss, um mir dann Baden die Haare zu machen. Entsprechend eine Haarbürste.
Dann habe ich Augenpads mitgenommen. Und zwar Gurkenaugenpads. Ich habe sowas bisher noch nicht verwendet. Die Verpackung hat mich aber angesprochen und ich wollte der Sache hier mal eine Chance geben. Enthalten sind 4 Stück und ja, soll eben ein bisschen refreshen und mal gucken, ob das was bringt. Denn nach der Arbeit sieht das so aus. Dann habe ich mir noch einen Puderpinsel mitgenommen. Ich glaube, der hat 99 Cent gekostet. Ihr seht es ja hier eingeblendet. Ja, schön klein und handlich. Sieht auch extrem flauschig aus. Und ja, den musste ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich mir noch Make-up-Schwämmchen mitgenommen. Die habe ich auch schon öfter gekauft. Die finde ich auch richtig klasse. Mit diesen dicken Knubbelschwämmen komme ich nicht so gut zurecht. Mit denen umso eher. Und ja, die sind so günstig. Ich verwende die eine Weile und dann kommen die irgendwann in die Tonne und ich nehme einfach ein neues Schwämmchen. Die kann ich echt nur empfehlen. Von ja, Max & More, 10 Stück im Paket. Dann habe ich Nasen. Strips, Streifen, Reinigungsstreifen mitgenommen. Ja, die gab es früher mal, ganz früher bei Schlecker. Da habe ich die zwischendurch schon mal gekauft. Und ja, ich habe die so jetzt gar nicht mehr so oft gesehen in den Drogeriemärkten, in denen ich so war. Und ja, umso mehr habe ich mich gefreut, weil ja, hier und da mal so eine kleine Unreinheit habe ich hiermit früher immer sehr gut wegbekommen. Und ich glaube auch 90 Cent oder so, 6 Stück sind da drin. Ich bin gespannt, ob die gut sind. Und ja, Nasenreinigungsstreifen. Dann habe ich natürlich wieder Kerzen mitgenommen. Wie geht's denn auch ohne Kerzen? Die Red Berries, die geht ja bei fast jedem Einkauf bei mir mit. Und die kann ich auch das ganze Jahr schnüffeln. Ich finde die richtig, richtig lecker. Und dann habe ich eine Kerze mitgenommen, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie sie riecht. Ich fand die einfach nur super schön. Und zwar weiß, relativ unspektakulär, aber ich hoffe, ihr seht in der Kamera das Glitzern. Das Glitzern von dem Glas ist so ultra schön, finde ich. Und ja, selbst wenn die Kerze abgebrannt ist, kann man dieses Glas als Teelicht super schön weiterverwenden. Und die musste auf jeden Fall mit. Die soll nach White Flower, nach weißer Blume riechen. Wie auch immer weiße Blume riecht. Ne? Aber ja, wir können es ja eigentlich mal aufmachen. Da bin ich hier am Reden. So, mal gucken. Oh, die riecht gut. Weiße Blume riecht lecker. Ja, doch, die riecht super. Wie gesagt, recht unspektakulär, aber außen dann sehr viel Glitzer, sehr viel Funkerl. Und ich mag Glitzer und Funkel. Dann habe ich. Was habe ich denn hier? Huch. Dann habe ich von TT Sept einen Badezusatz gesehen. TT Sept und Kneipp und die ganzen Badezusätze, die sind ja meistens nicht sehr günstig. Und umso mehr habe ich mich hierüber gefreut. Es waren nur noch 2 Stück da, darum habe ich auch diese beiden gekauft. Das zweite finde ich nur jetzt gerade hier nicht. Wird uns gleich in die Hände fallen. Und zwar Sinnensalze. Okay. Schön, dass es dich gibt. Sich fallen lassen und rundum geborgen fühlen. Verwöhnendes Pflegebad Sonnenblume. Hier ist eine Duftprobe. Das riecht wirklich sehr, sehr gut. Ich nehme an, das ist irgendwann aus dem letzten Jahr eine Edition oder sowas. Keine Ahnung. Aber riecht gut, war günstig und ich mag TT Sept. Ja, zum Thema Schnüffeln. Fürs Auto habe ich mir ein Duftbäumchen mitgenommen. Da habe ich gerne dieses blaue Bäumchen, New Car. Und ja, ich mag den Duft. Das ist nicht zu aufdringlich, riecht aber auch schön frisch und ja, kommt eigentlich seit Jahren immer wieder in mein Autochen rein. Dann werde ich bald endlich diese Küche hier streichen. Wir wohnen ja jetzt schon ein paar Jährchen hier, aber das habe ich bisher noch nicht zustande gebracht, diese Küche endlich zu streichen. Und ja, an Malerzeugs habe ich so einiges hier, allerdings brauchte ich nochmal neue Pinsel. Darum habe ich hier nochmal Pinsel mitgenommen. Und ja, um die Farbe mal gut durchzurühren, habe ich mir solche Holzstäbe mitgenommen. Die fand ich super günstig, 3 längere und 3 kürzere.
Und ja, bei dem Preis kann man echt überhaupt nicht meckern. Ja, wird in meinen Malerbeutel kommen. Dann habe ich Spülseife mitgenommen. Und zwar Washing Up Liquid Frozen Lime. Ich finde diese Reinigungsmittel in diesem Design vom Action sehr gut, weil die sind nahezu 100% natürlichen Ursprungs. Und ja, hier steht auch 99% pflanzenbasiert und 100% biologisch abbaubar. Und das finde ich persönlich sehr gut. Ich hatte vor einem Jahr oder so schon mal einen Badreiniger geholt und einen Küchenreiniger, Glasreiniger und einen Allzweckreiniger. Mit Ausnahme des Badreinigers bin ich damit sehr zufrieden gewesen. Der Badreiniger, der geht mir nicht hartnäckig genug an den Kalk. Und ja, von daher wollte ich dem Geschirrspülmittel auch eine Chance geben. Meins war gerade zufällig leer und ich brauchte neues, habe ich dieses geholt. Und das schnüffelt richtig lecker nach Limette. Ich mag Zitrusdüfte. Ja, von der gleichen Reinigungsserie habe ich nochmal den Kitchen Cleaner mitgenommen. Der riecht nach Limette und schwarzem Pfeffer. Auch wieder 100% biologisch abbaubar, 99% pflanzlichen Ursprungs. Und ja, wenn ich damit die Küche geputzt habe, ich habe den ja unten schon in Verwendung, dann riecht die Küche so frisch. Also man riecht, dass es sauber ist, wenn das geht. Richtig klasse. Dann habe ich ein Enteiser-Spray mitgebracht fürs Auto. Dieses Enteiser-Spray habe ich vor ein paar Wochen schon mal gekauft. Jetzt hat es ja nicht so viel gefroren. Aber ja, es gab doch Gelegenheit, es zu testen und es ist 1A. Das ja, Eis auf der Scheibe ist ruckizucki weg und ich muss nicht kratzen, was ich sehr gut finde. Und von daher habe ich nochmal ja, eine Flasche mitgenommen auf Vorrat, weil ich schätze, dass es hier noch kalt werden wird. Ne? Und in dem Sinne habe ich auch Kaminanzünder mitgenommen. 3 Pakete. Die kaufen wir normalerweise im Lidl. Im Action sind die aber auch super günstig. Ich habe sie bisher noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, sie werden gut zündeln und ja, eben ihren Zweck erfüllen. Denn ja, wie gesagt, es wird kälter. Und wenn es kälter ist, beziehungsweise so um den Gefrierpunkt ist, dann haben wir auch regelmäßig ja, den Kamin an. Dann habe ich hier den zweiten Badezusatz. Die hatten wir vorhin schon. Ah ja, genau. Dann habe ich hier von dieser Reinigungsmittelserie noch einen Lufterfrischer mitgenommen. Den habe ich bisher auch noch nicht getestet, schnüffelt sich aber hervorragend. Und zwar Duftrichtung Water Lily und Vitaiva. Ich habe keine Ahnung, es riecht aber richtig gut. Und ja, den wollte ich oben fürs Bad nehmen oder auch fürs Schlafzimmer, um da mal so rumzuschütteln, ne? Denn wir neigen uns langsam dem Ende zu. Ich habe noch eine Kerze gekauft. Die duftet nicht, die sieht einfach nur schön aus. Und zwar in so einem moosigen Grünton mit goldener Schrift, Good Vibes Only. Und ja, hier dachte ich mir auch, das wird ein schönes Teelicht sein, wenn die Kerze dann irgendwann auch abgebrannt ist. Das wird auf jeden Fall in Verwendung bleiben. Hiervon gab es auch noch zwei andere Varianten. Ein schwarzes Glas mit goldener Schrift. Ich glaube, da stand drauf irgendwas mit Beautiful. Und noch ein ja, so altrosa Pink, auch mit goldener Schrift. Da ist ordentlich Kerze drin. Ich denke, die wird eine Weile brennen. Und ich sehe gerade, die ist locker, die Kerze. Ja, fand ich gut, gerade auch in Anbetracht des Preises. Und das Glas gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Dann habe ich, wie auch immer man diese Dinger hier nennt, mitgenommen. Ja, steht das ja hier irgendwo auf Deutsch? Nee. Naja, jedenfalls so eine Art Pflanzenstyropor-Steckdinger. Ihr werdet die sicher kennen. Die gibt es beim Floristen und ja, wer schon mal ein Gesteck zu Hause hatte, hat die Dinger schon mal in der Hände gehabt. Die zerbröseln super leicht, lassen sich super leicht eindeutschen. Ja, und haben einfach die Funktion, dass man eben Pflanzen oder andere Kleinteile reinstecken kann, um eben Gestecke zu zaubern. Ja,
Die habe ich mitgenommen und passend dazu habe ich einen Blumenstrauß mitgenommen. Ja, der ist als Strauß gedacht, um in eine Vase zu stellen. Ich habe aber vor, aus den beiden Teilen ein kleines Gesteck zu machen. Also dieser ganze Stamm wird wegkommen. Wird es wahrscheinlich auch in einem Video zu sehen geben. Also seid gespannt, wird am Ende hübsch werden und kommt oben ins Ankleidezimmer. Dann ebenfalls für ein DIY habe ich Küchentücher mitgebracht. Die Farbe gefiel mir richtig gut, dieses Türkisweiß. Ich finde, das ist was Frisches für den Frühling, hält sich aber auch über den Sommer und kann entsprechend lange stehen, denn die werden nicht als Küchentücher verwendet werden. Daraus werde ich Kissenbezüge nähen, einfach für Dekokissen und wird es natürlich auch in einem kleinen Video geben. Zweimal Küchentücher, also es sind jeweils drei Stück. So. Und dann habe ich noch Handtücher mitgenommen. Die waren jetzt diese Woche auch im Angebot. Ich weiß nicht, ob es auch im Normalpreis so ist, aber naja, gut. Ganz normale Handtücher, ich glaube 1,20 x 70 oder sowas, hellgrau. Die habe ich mitgebracht für viermal habe ich die geholt. Also nochmal von vorne. Vier hellgraue, stinknormale Handtücher. Die habe ich gekauft für unseren Fitnessraum. Denn nach einer Weile rudern läuft doch die ein oder andere Schweißperle und da ist es ganz nett, wenn da unten ein Handtuch liegt. Ja, vier Stück in hellgrau. Und dann kommt das größte Teil zuletzt. Und zwar habe ich einen Korb gekauft. So, den hier. Ein Holzkorb mit einem Leinensäckchen drin. An der Seite sind Schleifen und auch Griffe und vorne steht Stuff drauf, also zu Deutsch Zeugs, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dieses Körbchen wird auch oben in die Ankleide kommen, denn ich habe ja so einen kleinen Spleen, was so Hausschuhe angeht. Ich habe Mausehausschuhe und Eulenhausschuhe und viele, viele andere Hausschuhe. Und diese ganzen Schluppis, die kommen hier rein, weil ich habe überall irgendwie welche rumfliegen und manchmal denke ich mir, oh, die hast du ja auch noch. Und wenn sie alle im Korb sind, haben sie einen Platz, können easy aufgeräumt werden, liegen nicht in den Füßen rum und ich muss mich nicht wundern über die Dinge, die ich doch besitze. Ja, von daher dieses Körbchen für meine Hausschuhe oben. Und damit sind wir am Ende. Der Beutel ist leer. Ich habe euch alles gezeigt, was ich gekauft habe. Und seid gespannt. Es werden ein paar Do-It-Yourself-Projekte folgen jetzt demnächst. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Die eine oder andere Anregung vielleicht auch dabei war. Was diese Reinigungsmittel angeht, die kann ich euch echt nur empfehlen. Die finde ich richtig klasse. Und jetzt habe ich wieder genug gequasselt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!